Gut 20 Kilometer nordwestlich von Wiesbaden liegt das idyllische Fischbach. Hier lebt Christian seit 3 Monaten wieder bei seiner Mutter Erika und seinem kranken Vater. Während Erika rund um die Uhr mit der Pflege ihres Mannes beschäftigt ist, träumt der Hartz-IV-Empfänger vom großen Geld und seiner Selbstständigkeit. Da habe ich meine Seite von meinem Online-Shop und die muss ich jetzt halt bearbeiten und auf den neuesten Stand bringen. Was für einen Laden hast du denn? Ein Online-Shop für Spielwagen und ich tue mit Spielwagen handeln. Und jetzt seit 2 Monaten läuft sehr gut. Also. Ja, was verdienst du da so? Das ist ein Durchschnitt. Also jetzt habe ich in den letzten 90 Tagen habe ich einen Durchschnitt von 1.600 Euro. In den letzten 90 Tagen. Aber Verdienst oder Umsatz? Also Verdienst. Und dann muss ich halt davon die Ware abziehen. Und dann. Also Umsatz dann? Ja, genau. Und dann. Was hast denn du gemacht? Also bis 18 hatte ich mich probiert, selbstständig zu machen. Mit 18 schon? Ja. Direkt, okay. Und wollte einen Kurierdienst machen. Das ging aber auch schnell in die Hose, da ich auch keinen Führerschein habe. Wie, du hast keinen Führerschein? Nein, ich bin ohne Führerschein. Und du hast ein Transportunternehmen selbstständig betrieben, aber ohne Führerschein? Ja, ich wollte damals nur der Chef sein und den Laden hören mir. Ah. Und wollte halt die Leute mir einstellen dafür. Okay, du wolltest am Schreibtisch sitzen und dirigieren. Arbeiten machen, genau. Offenbar hat Christian schon immer in großen Dimensionen gedacht. Doch wenig überraschend ging der Plan nicht auf. Ja, also ich weiß gar nicht, wie hast du dir das denn vorgestellt? Also wenn du keinen Führerschein hast und dann kannst du ja nie als Kurierfahrer mal wirklich gearbeitet haben. Also du wusstest eigentlich gar nicht, was zu tun ist. Genau. Und dann hast du gedacht, wenn du es schon nicht weißt, dann stellst du Leute ein, denen du es nicht erklären kannst. Und du kannst zur Not auch nicht die Arbeit von denen machen. Und das sollte funktionieren. Ja, das habe ich früher gedacht, das funktioniert so einfach. Und wie lange ging das? Also wenn ich mir das so vorstelle, würde ich sagen 2 Stunden. Aber wie lange hat das dann funktioniert? Ich habe dann halt so Autos mir auch mehr auf Finanzierung geholt. Und habe mir dann 2 Leute eingestellt und das ging dann so einen knappen Monat und dann konnte ich die ja schon nicht bezahlen, weil ich keine Aufträge hatte. Und da sind dann direkt die ersten Schulden entstanden? Ja. Wenn die Autos direkt finanzierst, also du hast nicht mal klein angefangen, hast gesagt, jetzt miete ich mal ein paar Autos an und guck mal, wie es läuft, sondern wenn schon, dann richtig. Also wie viel Schulden sind jetzt aus dem Projekt Kurierdienst mit 18 entstanden? Bestimmt, also 10.000, 12.000. Mehr nicht? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Kann auch mehr sein. 2 Autos finanziert, also, 2 Angestellte. Also, ich habe auch nicht groß viele Papiere mehr. Ich habe aber meine Schufa-Auskunft geholt. Und meine Schufa-Auskunft, die ist, glaube ich, über 35 Seiten. Hast du eine Berufsausbildung? Ja, die habe ich erst die eine in der JVA gemacht. In der JVA? Ja. Als Gefängniswärter? Nein, dabei, ich habe in der JVA gehockt. Als Inhaftierter? Inhaftiert, ja, genau. Ja, sag mal. Und warum? Wegen Betrug und Urkundenfälschung. Betrug und Urkundenfälschung? Ja, aber da muss ja schon einiges vorgefallen sein, wenn du das gesessen hast. Ja, ich habe halt die Mietbescheinigung vom Shopländer. Die habe ich dann halt gefälscht und so. Und habe die auch an Freunde und so weiterverkauft. Und habe damit mein Geld gemacht. Du bist quasi als Vermieter aufgetreten, genau. Hast gesagt, ich vermiete dir eine Wohnung. Und die Wohnung kostet so und so viel Geld. Und dafür möchte ich jetzt irgendwie 2 Kaltmieten Kaution haben. Ja. Dann sind die damit zum Sachbearbeiter beim Jobcenter, haben gesagt, ich brauche Leistung, ich will da einziehen. Mhm. Genau. Der Christian vermietet mir die Wohnung. Genau, also ich habe aber einen Alias-Namen genommen, also nicht mein Name. Auch das noch. Ja, und deswegen die Urkundefälschung, weil ich jetzt mal mit einem Aliasnamen unterschrieben habe und das kam dann. Dann hast du die Kaution kassiert und die haben Miete kassiert für eine Wohnung, die gar nicht angemietet haben. Genau. Und um wie viel Geld ging es da? Also insgesamt über die Jahre raus haben so 10.000 bis 15.000. Über Jahre hast du es gemacht? Bis sie mich gefangen haben. Boah. Die Staatsanwaltschaft hat 5,5 Jahre gefordert. 5,5 Jahre? Ja, und die Richter ist dann auf 4 Jahre runtergegangen, weil ich habe dann komplett ausgeplaudert. Ich wollte halt nicht, wenn ich drin bin, dass ein Nachschlag noch mehr kommt. Ja. Ja. Weil ich kenne das, ich habe das bei meinen Brüdern erlebt. Wie bei den Brüdern? Mein einer Sohn, der hat knapp 7 Jahre gesessen im Knast. 7 Jahre? Ja, ja. Wegen Droge. Meine Tochter hat in Haft gesessen.
2 Jahre. 3 ihrer 4 Kinder sind straffällig geworden. Ein schweres Los für die 64-jährige Rentnerin. Keine Ahnung, wir sind oft durch die ganzen Freunde, wo die da hatte, auf die verkehrte Bahn gekommen. Ich habe mir die falsche Klicke ausgesucht. Da waren wir nur am Saufen, am Drogen nehmen. Und Drogen hast du auch genommen? Ja, bis vor 4 Jahre. So lange? Ja, habe ich Drogen genommen. Richtig harte Drogen? Die Amphetamin und Ecstasy. Und nur Geld, also nur Geld auch, mein Geld ausgeben dafür. Sachen gekauft, auch Rechnungen. Und habe die dann weiterverkauft und habe immer dann so mein Geld finanziert für die Drogen. Das heißt, du hast nicht gearbeitet, sondern du hast quasi durch Schulden machen deinen Lebensunterhalt. Ja, gearbeitet habe ich dann ab und zu mal in so Leihfirmen und bin dann auf Drogen dann arbeiten gegangen. Und da hatten die Arbeitgeber nicht viel Spaß dran. Der Trophäe hat halt dann immer die Kündigung gekriegt. Also Disziplin war nicht dein Ding? Nee. Nee. Über welchen Berg Schulden sprechen wir da? Ist es ein Häufchen? Mittelgebirge? Hochgebirge? Ich glaube Hochgebirge. Hochgebirge? Na ja, bestimmt 30, 40, bestimmt 1000. 30, 40.000. Ja, ja, Christian. Ich meine, ich bin nicht stolz drauf, ja. Und dann jetzt ist es halt interessant, dass ich mich jetzt am Selbstständigen seit einem halben Jahr gemacht habe. Mit Spielwagenhandel. Und genau. Okay. Dann. Noch bezieht Christian Hartz IV. Doch das soll nicht so bleiben. Als selbstständiger Spielwarenhändler möchte er seine Schulden nach und nach abtragen. Hauptsitz des Geschäfts? Der Keller seiner Mutter. Das soll mein Lager- und Verkaufsraum werden. Also hier habe ich eine Theke selbst gebaut. Also eigentlich war geplant, im August das fertig zu kriegen. Im August? Aber ist nicht machbar, finanziell auch, weil ich ja alles aus eigener Tasche bezahle. Aus welcher denn? Aus meiner, wo ich mit meinen Spielwagen einnehme. Ach, der Betrieb läuft schon. Ja, ja. Hier kommen Leute hin an die Theke und sagen Klingelingeling. Nein, mehr online im Moment. Über meinen eigenen Webshop verkaufe ich und dann verkaufe ich über eBay. Das läuft sehr gut an. Seit wie vielen Monaten läuft der Laden jetzt? Und seit einem Monat läuft er. Seit einem Monat? Ja. Also bist du noch ein Start-up? Ja, genau. Und okay. Seit einem Monat läuft er so, dass ich, sagen wir mal, also wöchentlich gehen dann so 5 bis 10 Pakete raus. Ja, 5 bis 10 Pakete? Ja. Und weil ich musste erst mal gucken, was geht raus, was werde ich gekauft. Und meinen eigenen Webshop muss ich ja erst mal bekannt machen. So ein eigener Webshop ist ja nicht gleich bekannt. Also wenn ich jetzt bei Google Spielwaren eingebe, kommst du nicht sofort? Doch. Doch? Jetzt ja. Jetzt ja? Ja, dafür habe ich aber auch wieder viel Geld bezahlen müssen. Und wo kommt das Geld her? Von den Einnahmen. Von den Einnahmen? Ja. Aber aus 5 Paketen kann... Nein, ich verkaufe ja mehr schon. Red mal über Zahlen. Also ein Monat läuft der Laden, Umsatz? Und jetzt habe ich in den letzten 90 Tagen einen Umsatz von 1.600 Euro. 90 Tage, ja. Das sind 3 Monate. Ja, also jetzt die letzten 90 Tage vom eBay. Und da hast du 1.600 Euro Umsatz gemacht. Aber das ist nicht viel, ne? Noch nicht, nein. Noch nicht. Vor allem nicht bei seinem enormen Schuldenberg. Doch von Startschwierigkeiten lässt sich Christian offenbar nicht entmutigen. Ich bin davon überzeugt, eigentlich, dass es anlaufen kann, wenn ich weiter so dahinterher bin. Und du stellst dir das tatsächlich so vor, dass die Leute hierher kommen und das Spielzeug kaufen und dass du es zusätzlich auch noch im Internet verkaufst? Genau, ja. Und wie viele Leute leben hier in der Umgebung mit Kindern? Also hier schon also ein paar, also genug. Fischbach hat gerade einmal 340 Einwohner, von denen nur gut 50 unter 18 Jahre alt sind. Ich wäre jetzt der einzige, wenn ich das dann schaffe, wäre ich der einzige Spielwarenhändler hier. Du hättest das Spielwarenmonopol. Genau, und ich wäre hier der einzigste Spielwarenhändler überhaupt jetzt. Okay, das heißt, die haben keinen Laden, wo sie Spielzeug kaufen können. Genau, die müssten alle bis nach Wiesbaden fahren. Oder bei Amazon bestellen.
Christian hat die Rechnung wohl ohne die starke Konkurrenz im Netz gemacht. Und wie hoch ist der Wareneinsatz? Mach mal einfach. Dieses Produkt hier, was ist das? Türmchen bauen. Genau. Was zahlst du im Einkauf? Das hat jetzt im Einkauf 3 Euro gekostet, eins. Und für was verkaufst du es? 5 Euro. 5 Euro. Das scheint den Fachanwalt für Insolvenzrecht noch nicht zu überzeugen. Was ist das? Das ist Eichhornuhr? Das ist von Eichhornholzuhr zum Lernen für die kleinen Kinder. Und die kostet 12,50 Euro. Wenn du sie verkaufst oder wenn du sie einkaufst? Verkauf. Und Einkauf? Einkauf hat 5,90 Euro gekostet. Also 7 Euro hast du Marge? Ja. Was sind die sonstigen Kosten, die du hast? Du musst ja irgendwie verschicken, du musst ja wahrscheinlich Gebühren zahlen, wenn du es irgendwo einstellst. Ja, also, Provisionen für die Verkaufsplattform. Wie hoch ist da die weiteren Kosten? Wie hoch sind die? Bei eBay beispielsweise kommen dann nur die eBay-Gebühren drauf. Und die sind? Ja, das sind 1, 2 Euro meistens. Wenn ich jetzt mal den günstigen Fall rechne und wieder die Eichhörnchenuhr nehme. Du verkaufst sie für 12, kaufst du für 7 ein, hättest du 5 Euro Gewinn. Dann musst du 2 Euro noch an eBay zahlen für die Gebühr, dass du es da verkaufen kannst. Bleiben dir 3 Euro. Wie viele Uhren möchtest du jetzt davon verkaufen? Gibt es irgendwie so einen Businessplan, wo das hingehen soll? Oder du hast jetzt gesagt, 1600 Euro hast du Umsatz gemacht. Ja. Umsatz gemacht, jetzt lass ich mal rechnen. Das will ich jetzt mal wissen. Anscheinend hat Christian in seiner Euphorie nicht bedacht, dass es einen Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn gibt. 1600 Euro in 90 Tagen. Das heißt, dein Tagesumsatz, weil du bist ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche wahrscheinlich mit deinem Online-Shop verfügbar, 17,78 Euro Umsatz. Also etwas mehr als eine Eichhörnchenuhr. Das heißt, jetzt haben wir eben rausgerechnet, der Gewinn an einer Eichhörnchenuhr ist 4 Euro. Das heißt, dein Tagsgewinn ist im Moment so 4 bis 5 Euro. Ich sag mal großzügig 5 Euro in 30 Tagen, 150 Euro im Monat. Moment. Das wird schwer mit dem Mietanteil, ne? Das soll ja nicht so auf Dauer bleiben. Ja, also. Und wo ist das Ziel? Wo soll es hingehen? Das Ziel ist halt, den Online-Shop später mal nur nebenher haben. Ja. Und das ist halt im so ein Laden. Hier vor Ort? Ja, erstmal hier vor Ort. Ein Lager mit Ladengeschäft machen. Und dann noch Ladenpreis einnehmen. Und das ist ja halt auch wieder Laufkundschaft. Das bringt ja mehr wieder ein dann noch. Hier Laufkundschaft? Ja, weil mit der Werbung. Ich hatte schon. Aber wer läuft denn hier lang und sucht nach dem Spielwarengeschäft? Ja, deswegen muss man ja die Werbung machen. Und dann kommen die hierher gefahren, um die Eichhörnchenuhr zu kaufen? Zum Beispiel. Mal gucken.